Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Indonesien haben Taucher die ersten sterblichen Überreste geborgen. Ihr Zustand lässt nach Angaben der Rettungskräfte kaum Hoffnung, Überlebende zu finden. Nun müssen die Leichen identifiziert werden. Wir bitten die Angehörigen, nach Jakarta zu kommen, auch Verwandte. Das wird die Bemühungen zur Identifikation erleichtern. Bisher sind Angehörige in zwei Maschinen angekommen, insgesamt 68 Menschen. An Bord des Flugzeugs der Gesellschaft Lion Air waren 189 Menschen. Der Vorstandschef von Lion Air bestätigte inzwischen, dass es bei der Maschine bei einem vorherigen Flug Probleme mit der Anzeige im Cockpit gab. Da der Hersteller Boeing aber kein Startverbot für den Flugzeugtyp erteilt hatte, war die Maschine weiter in Betrieb. Auch von anderen Stellen gab es keine Hinweise auf einen Defekt. Nun ermittelt die indonesische Luftverkehrsaufsicht. Bislang war bekannt, dass der Pilot der Maschine einen Notfall meldete und umkehren wollte. Kurz darauf brach der Kontakt ab. Die Maschine war nur wenige Minuten nach dem Start in Jakarta auf dem Weg zur Nachbarinsel Bangka ins Meer gestürzt. Im Inselstaat Indonesien sind Flugzeuge ein wichtiges Transportmittel. Seit rund 10 Jahren steigt die Zahl der Inlandsflüge stetig an.